Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold ausgeben und ein paar seltene bzw. removed Items holen. Jetzt am Anfang fangen wir mit ein bisschen was Specialigerem an. Und zwar werde ich jetzt kein Gold ausgeben, sondern tauschen. Und ja, das ist ein Item, was relativ teuer ist. Und zwar habe ich während meinen Farms in den WoD-Dungeons zweimal das Schwarzfels-Bollwerk bekommen. Und eins von den Dingern will ich jetzt gegen den Remove das Item tauschen. Da habe ich jemanden gefunden, der da noch was hat, was ich brauchen kann. Und ja, das ist jetzt zwar nichts, was jetzt quasi goldtechnisch in meine Liste mit reinkommt, aber... ja, wir haben jetzt hier ein schickes removedes Item. Das war, glaube ich, auch nirgends im Auktionshaus, was ich gesehen habe. Normalerweise sind die mehrere hunderttausend Gold wert und auch das Schwarzfels-Bollwerk ist eine relativ teure Geschichte. Das muss ich jetzt auf den Stoffchar traden. Jetzt bedanken wir uns bei dem noch. Und ja, dann haben wir wieder ein removedes Teil tatsächlich mehr. Und ich habe ja eh noch ein Bollwerk rumliegen, ne? Vielleicht finde ich ja nochmal jemanden, der irgendwas Krasses dafür hertauschen will. Mir fällt gerade noch ein, mir wird gesagt, die wollt die Items immer ein bisschen genauer sehen, ne? Also das ist jetzt hier der Feuerzwirrengürtel und ihr seht, also sonderlich speziell sieht er nicht aus, aber es geht halt um halt die Seltenheit quasi, ne? Also das ist halt ein Item, was halt schon lange aus dem Spiel rausgekegelt worden ist. Gut, jetzt schickt es mal auf den Twink und dann lernen wir, das hätte ich mal gesagt, und dann können wir es eventuell gleich auch noch austragen aus meiner Liste. So, Dollar. Ich habe jetzt nebenbei nochmal nachgeguckt. Aktuell ist das Ding auf einem englischen Server für 600.000 drin. Also ich denke mal, da habe ich auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Viel günstiger kriegst du das aktuell nicht mehr. So, das ist jetzt ein Stoffchar, da können wir es einmal lernen. Und dann kegeln wir es natürlich auch nochmal aus meinem Sheet raus. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir das? Hier. Und zwar haben wir das hier unten. Und dann löschen wir das einmal, dann sind es nur noch 70 Items. Ich trage es jetzt nicht ein, weil ich habe ja im Endeffekt kein Gold für gezahlt. Was ich schon ausgegeben habe, ist 18.000 für ein paar Garni-Upgrades. Da bin ich aktuell ein paar Säcke am Farmen und da muss ich die ein oder andere Garnison quasi upgraden, ne? Genau. So, als nächstes habe ich einen removeden Umhang, den ich haben will. Und da habe ich mit einem ausgemacht, dass der da 250.000 Gold für bekommt. Ach so, er will nur 230. Okay, eigentlich hatte ich 250 ausgemacht. Aber ich weniger ist auch gut. Muss ich mich einmal bedanken bei ihm. Haben wir 20.000 gespart. Und jetzt habe ich einen Umhang mehr. Und den lernen wir, würde ich sagen, gleich mal. Wunderbar. Okay, haben wir den auch schon mal weg? Dann hätte ich gesagt, dass ich das einmal aus meiner Liste austrage. Also, beziehungsweise schmeißt man hier mal rein, 230.000. Und dann suchen wir das hier mal raus. Ah, da haben wir einen Loose Chain Cloak im Englischen. Und ja, dann ist wieder einer von diesen grauen Umhängen weg. Jetzt sind es noch 3 graue Items. Also langsam wird's doch. Und wir sind auf 69 Items runter. Udala, als nächstes sind wir auf Blackmore. Und hier wollte ich mir jetzt den Todmannsdolch kaufen. Der kostet hier 10.000. Den habe ich mir schon das ein oder andere Mal gekauft und es hat nicht funktioniert, dass ich den seelengebunden kriege. Ich habe jetzt nochmal einen Tipp bekommen. Und jetzt probieren wir mal, ob das mit dem Tipp klappt. Die haben das mittlerweile aus All the Things rausgenommen. Da habe ich auch hin zugewirkt. Ich habe da ein paar oder ein, zwei Threads im All the Things Discord geschrieben. Deswegen ist der theoretisch nicht drin. Aber er wird mir halt unter anderem noch aufgeführt im... WoW Thing, ne? Also hier ist der immer noch drin, was halt nervt, den will ich da rauskriegen. Und im Auktionshaus, ne, wenn du scannst, ist halt auch drin. Mir wurde jetzt gesagt, man kann den Dolch quasi anlegen, sich dann eine Pyrium-Waffenkette kaufen und kriegt ihn damit seelengebunden. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Jetzt ist er seelengebunden, okay. Sagt er mir hier vollständig. Ist auch gelernt. Okay, hier sagt er, dass ich es auch gelernt habe. Jetzt probieren wir mal was. Ich logge mal aus und wieder ein, weil so weit war ich schon mit quasi
dass er gelernt wurde dadurch, dass ich ihn verkauft habe. Aber wenn ich wieder eingeloggt war, dann war er wieder nicht mehr gelernt. Und das will ich jetzt einmal überprüfen, ob er das quasi geschluckt hat, in Anführungszeichen. Dementsprechend loggen wir aus, wieder ein und gucken dann, wie es aussieht. Aber ich glaube, es sieht gut aus, weil ich habe jetzt auch gerade nebenbei Thing refreshed. Da haben wir es. Und zwar, hier ist er raus tatsächlich. Also da haben wir tatsächlich nichts mehr. Gut, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir ihn hier angucken. Nee, ist auch auf vollständig. Okay, gut. Scheint gepasst zu haben. Ich schmeiße ihn jetzt mal zur Sicherheit. Obwohl, ich verkaufe ihn. Ganz ehrlich, wenn es da nicht geklappt hat. Obwohl, ich schmeiße ihn auf die Bank. Dann nett, dass wir die 10k umsonst rausgehauen haben. Muss ich mal gucken, ob ich noch Platz auf der Bank habe. Das ist immer ein bisschen schwierig bei meinem Main. Ah ja, doch, wir haben noch Platz. So, dann tragen wir den auch kurz in die Liste mit ein, hätte ich gesagt. Wo haben wir meine Liste? Da haben wir sie. Und zwar dafür 10k. Und gut, dann schauen wir weiter. So, als nächstes bin ich jetzt hier auf meinem Main und ich habe ein paar Briefe geschrieben und einer hat sich gemeldet, der hier einen netten Umhang, sage ich, einen Gürtel quasi mir verkauft hat, jetzt für 250.000 Gold und zwar blutiger Pyrim-Gürtel. Wunderbar, jetzt bedanken wir uns noch. Auch. Gut, und den schicke ich jetzt auf meinen Worry rüber und dann lernen wir das Ding. Und dann haben wir wieder eins mehr. Ich habe jetzt allen möglichen Leuten auf verschiedensten Servern, wo quasi Items drin sind, die ich noch brauchen kann, Briefe geschrieben. Das hat eine ganze Weile gedauert, muss ich sagen. Und ja, hat sich schon mal ausgezahlt, einen Teil günstiger gekriegt, was halt sonst für ein gutes Stück mehr drin war, ne? So, Dollar. Also, jetzt sind wir auf den Worry gelockt, dann holen wir das mal raus. Und lernen das. Ah, ich habe das Thema auch gekriegt. Ich habe jetzt kurz ein, also ich sag mal so, kurz ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Nicht, weil ich den All the Things Sound nicht gehört habe. Dachte mir, nein, war das jetzt doch ein Ketten-Item? Habe ich jetzt nicht geguckt. Aber nein, alles gut. Halb einen Herzinfarkt gekriegt, 250k in die Tonne raus. Es ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich da quasi die falsche Rüstungsklasse gelernt habe. Und dann war das Item quasi für den Sack. Aber nee, hier passt's. Ich hatte bloß den Sound nicht an. Puh. Okay, jetzt nochmal einmal durchatmen, Leute. Gut, jetzt können wir es einmal aus meiner Liste rausschmeißen. Und zwar... suchen wir es jetzt hier einmal. Hier haben wir den Gürtel, den kegeln wir raus. Ich habe übrigens ein paar mehr Items hier wieder eingetragen in die Liste, weil ich noch ein paar gefunden habe. Ne? Hängt jetzt auch damit zusammen, dass ich halt alle möglichen Server durchgeguckt habe, nochmal nach Sachen und da ist mir noch das ein oder andere aufgefallen. Genau. Ich kann euch jetzt auch mal meine Liste zeigen, wo ich die Leute angeschrieben habe. Also auf allen möglichen Servern, seht ihr, habe ich hier mal die Items rausgeschrieben und dann die ganzen Leute hier angeschrieben, wer da noch ein Item hat. Das hat echt immer ein bisschen gedauert. Mit dann Text rüber kopieren, schauen, ob der Horde Ali ist. Jetzt muss ich den am besten auch hier rauskegeln. Okay, heißt... Das, die kann ich jetzt alle löschen, weil im Endeffekt den Gürtel habe ich ja jetzt, ne? Okay, gut, wunderbar. Dann gucken wir weiter, hätte ich gesagt. So, als nächstes sind wir jetzt auf Lothar unterwegs und hier habe ich ein Item gewonnen. Und zwar haben wir hier einmal Schultern des Schreckenspanzers und das sind einmal die Worry T3 Schultern. Ich habe jetzt da gezahlt für 538.000. Wir sind noch im positiven Bereich, ne? Also man kann die Dinger ja auch craften. Für die Craft-Kosten kann man etwa rechnen. Du brauchst 280 von diesem Gewebe und das kostet 2k bei dem Händler. Sind wir bei 560. Und, also für die Schultern. Und dann braucht man noch ein Upgrade-Item, was zwischen 60 und 80k kostet. Und dann noch ein paar Materialien für ein Upgrade-Craft-Item. Also jetzt würde man sagen, hast noch 70k drauf. Ah, ups, das macht jetzt wenig Sinn. Warte, minus 70. Plus 70.000.
Plus dann vielleicht nochmal 10, 20, irgendwie sowas. Du musst mal im niedrigen Bereich ansetzen, sagen wir mal, das Upgrade-Craft-Teil kannst du für 10k herstellen. Dann bist du bei, bei 640 in etwa. Und ich habe jetzt gezahlt 538, ja, ich denke mal 100k etwa gespart zu dem, wenn ich es mir jetzt gecraftet hätte. Also sind wir noch im positiven Bereich, aber quasi ein bisschen über eine halbe Million ist natürlich trotzdem nicht wenig für ein T-Mog-Teil. Juti, jetzt sind wir hier bei den T3-Teilen tatsächlich auf 3 runter. Ich brauche jetzt noch die Magierrobe, Hexer-Schultern und Hexer-Robe, ne? Also 3 Stoffteile. Dann würde ich sagen, ich trage es noch in meine Liste ein. Also seht ihr, da habe ich mir den Char schon aufgeschrieben. Den kann man jetzt hier auch rausnehmen. Was haben wir gesagt? 538... Ich muss es nur kopieren, dass wir es hier eintragen können. So, da haben wir es. Und ja, damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder auf 1 Million gekommen mit ein paar High-Ticket-Items. Und ja, ich habe ausgegeben jetzt 1.046.000 und ja, haben wir wieder ein paar Items quasi mehr bekommen. Damit sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.